Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Odyssey im Auftrag des Königs. Weiter geht's. Hey. Wir haben jetzt gerade zwei Runen bekommen. Oder das ist gerade am Ende der letzten Folge. Und zwar, Moment, wo ist es denn? Nee, nee, nicht Tamora, nicht Athanos. Das ist auch Tamora. Hier, Teleport zur Kapelle auf Adamos und Teleport zum Quasar-Anlager auf Adamos. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch ein Teleport ins Dorf oder zum Dorf. Vielleicht habe ich das auch schon die ganze Zeit übersehen. Da wäre ich jetzt euch Zuschauern wieder dankbar, ob ihr mir verraten könnt, ob es so einen Teleport gibt, also einen Teleportstein, ob der existiert und wenn ja, wo ich den finden kann und nicht da runterspringen. Jetzt wäre ich da fast runtergesprungen. Der Schwarzmagier ist weg. Jetzt wird nur noch der Weg zu Roche. Ich rede trotzdem mal mit den Korsaren. Vielleicht sind die jetzt wütend oder sonst was. Vielleicht können wir sie über den Haufen knüppeln. Ich weiß es nicht. Oder erstmal Bjorn Bescheid sagen, dass der Schwarzmagier weg ist. Der wird sich schon freuen. Mich Aber im wollen Prinzip wir kann das kommen. den Korsaren ja auch egal sein. Die arbeiten zwar mit den Orks zusammen. Aber die wollen ja nur selbst Profit daraus schlagen. Denen ist ja vollkommen egal, ob die Schwarzmagier hier was erreichen oder nicht. Oder der Schwarzmagier. Ansonsten gehen wir zurück ins Dorf. Und schauen mal, ob wir jetzt endlich zu Roche können. Und dann kommt hoffentlich immer hier die entscheidende Schlacht von Adamos. Und wir können die Korsaren über den Haufen knüppeln. Oder die Söldner, mir vollkommen egal. Und jetzt können wir dem noch berichten, dass Hey. Sion weg ist. Würde sich schon freuen. Jorn wird nicht erfreut über Zions Verschwinden sein. Er kriegt das sowieso noch früh genug mit. Okay, gut. Der wird nicht erfreut sein, das kann man aber laut sagen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Gut. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann zurück ins Dorf. Und mal schauen, ob uns die Söldner jetzt zu Roche vorlassen. Denn ansonsten bleibt uns ja jetzt nichts mehr übrig, ne? Der verlorene Sohn. Das wird ja wie gesagt mal anders kommen. Und jetzt gibt es nur noch die Quest, der Weg zu Roche. In diesem Fall. Auf, ins Dorf und ja, weiter questen. Ah, da muss es jetzt auch schon ziemlich abgegrast von mir. Ich frage mich, ob es hier noch ein bisschen was auch Hey, du. nebenquestmäßig zu erledigen gibt oder ob wir hier schon bald durch sind, weil die Insel ist ja nicht so groß. Die Quests sind relativ kurz vergleichsweise. Und ich sag mal, die Story ist auch nicht allzu riesig hier. Es gibt drei Fraktionen, sprich Dorf, Söldner, Korsaren, alle haben miteinander irgendwie ein Problem. Und wir stehen natürlich den Unschuldigen zur Seite. Und zwar den Hey, du. Dorfbewohnern. Aber versuchen uns ja dem geringeren Übel anzuschließen, sprich den Söldnern. Aber ich denke, die meisten von den ganzen Einwohnern reden ja noch nicht mit uns, weil die Dorfbewohner ja laut Söldner nicht mit den Fremden sprechen sollen. Da hinten ist ja auch noch irgendeiner versteckt hinter den Fässern. Das heißt, wenn wir hier vielleicht mal uns den Söldnern freundlicher gesinnt sind, dass vielleicht die anderen Einwohner uns noch Quests geben können oder mit uns interagieren. Wegen den Korsaren. Sprich. Die Korsaren haben einen Schwarzmagier namens Zyon bei sich. Verdammt, dann ist die Geschichte also wahr. Finde noch mehr heraus. Wir müssen unbedingt erfahren, was dieser Kerl hier will. Zyon wird euch keinen Ärger mehr bereiten. Wieso? Er ist weg. Spurlos verschwunden. Echt? Ausgezeichnet. Jetzt sind die Korsaren schutzlos. Junge, du taugst was. Hier, nimm etwas Gold für deine Mühen. Lando wird dich nicht mehr aufhalten. Du findest Roche im hinteren Bereich des Gebäudes. Haben wir jetzt die Quest auch erledigt? Jawohl. Der Weg zu Roche ist jetzt auch erledigt. Das heißt, jetzt haben wir gerade keine Quest mehr hier. Sprich, wir müssen halt zu Roche. Ansonsten reden die jetzt vielleicht mit uns. Hier, der da hinten vielleicht. Pablo. Hallo, lass mich in Ruhe.
Gut, dann müssen wir wohl doch erst mit Roche sprechen, damit wir offiziell hier mit allen gut stehen. Costa hat mir gesagt, dass du in Ordnung bist. Ja. Kommst also zu Roche. Mach aber bloß keinen Ärger. Natürlich, ich hab jetzt vor, den über den Haufen zu mähen. Oder Aaron. Ob wir die Kisten Was probieren. Suchst du hier? Geh. Ob wir die. Danke. So ist der sauer, wenn wir die Kisten probieren mitnehmen. Na warte! Ja, ist er. Gut zu wissen. Die müssen wir aber anders mitgehen lassen. Auf der anderen Seite hilft die uns vielleicht aufs Dach zu kommen. Wow. Was war denn das gerade? Okay, wir kommen auch so aufs Dach. Wieso gehe ich aufs Dach? Naja, weil hier oftmals Tränke sein können. Okay, hier sind keine. Aber es könnten. So. Ach, guck mal an. Ne. Danke. Also wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, das bringt auf jeden Fall was. Mit dem Taschendiebstahl. Einfach nur wegen den EP. Oh, die merkt ja, die ist hier. Die merkt ja gar nichts, die Olle. Und nehmen auch noch die Blätter mit, auch wenn die jetzt keinen hohen Wert haben. Was ist denn das? Vanya, okay. Na, erstmal beklauen. Hallo, was machst du hier? Was willst du, Fremder? Wenn es dir noch niemand gesagt haben sollte, dann sage ich es dir jetzt. Wir sind arm, also kann ich dir nichts geben. Aber ich wollte doch keine Almosen. Auch gut, dann störe mich nicht länger. Na dann. Alle so freundlich hier im Dorf. Die sind echt alle gereizt von der Situation. Thekla. Der Name sagt mir was. Ich hab da mal eine Frage. Tut mir leid, Kleiner. Ich bin beschäftigt. Wieso? Tut mir leid. Teklas Eintopf hätte ich jetzt gerne. Egal, gut. Hier wird irgendwo Rösch sein. Das ist er wahrscheinlich nicht. Oh, der Wagner. Hallo, was machst du hier? Ich bin der Verwalter und für die Nahrungsmittel verantwortlich. Ich glaube, dass ich damit einen ziemlich guten Job ergattert habe. Was denkst du über die Söldner? Die meisten sind dumm. Aber das Klischee, dass man sich bei ihnen nur mit Muskeln durchsetzen kann, naja, so ganz stimmt das nicht. Zumindest Roche ist da nicht zu unterschätzen. Und sonst? Wenn man von den Korsaren, den Orks und Bestien des Waldes absieht, ist alles in Ordnung. Zuversichtlich. Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Gut, soweit sind sie dann wiederum nicht bereit, mit uns zu reden. Also erstmal mit Roche. Erstmal schauen, ob wir noch irgendwas ergattern können. Ist da hinten was im Eck? Wahrscheinlich nicht. Da ist auch Roche schon. Du bist also der Kerl, der bei den Korsaren spioniert hat. Costa hat mir schon gesagt, dass du viel über diese Burschen in Erfahrung gebracht hast. Eigentlich bin ich nur hier, weil ich wissen will, wohin die Orkschiffe gesegelt sind. Die vor ein paar Tagen hier waren. So? Na, dann habe ich interessante Informationen für dich. Ich habe diese Schiffe gesehen. Sie sind mit dem Korsarenschiff hier angekommen. Waren bestimmt ein Dutzend Schiffe, wenn nicht sogar mehr. Wir haben erst einen riesen Schreck bekommen, weil wir glaubten, dass die ganze Flotte hier anlegen würde. Dann wäre es natürlich aus mit uns gewesen. Glücklicherweise aber blieben nur die Korsaren und zwei oder drei Orks zurück. Wohin ist die Flotte gesegelt? Du musst es mir unbedingt sagen. Ach, muss ich? Ich bin nicht alleine hier. Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wenn du nicht bereit bist, mir zu helfen, werden wir dir mal einen kleinen Besuch abstatten. Ah, davor fürchte ich mich nicht. Wenn du sowas vorhast, werde ich mich mit den Korsaren verbünden. So einfach ist das. Wenn es gegen die Männer des Königs gehen soll, werden schon Korsaren und Söldner zusammenhalten. Aber ich werde dich auch gar nicht von deinem großen Abenteuer abhalten. Von mir aus kannst du gerne erfahren, was du willst. Vorher aber musst du mir sagen, was mit den Korsaren los ist. Dann erst erzähle ich dir, wohin die Flotte gesegelt ist. Na schön. Dann werde ich dir erzählen, was ich weiß. Gut, ich höre. Das wäre schon verdammt schwierig. Haben wir so viel Geschicklichkeit? Ich glaube eigentlich nicht, oder?
Nee, schade. Wegen den Korsaren. Ja? Ihr Anführer heißt Bjorn. Sie sind gut ausgerüstet und haben einen Spion nahe der Stadt. Ein Spion? Wie heißt er? Alvarez. So ein Mistkerl. Ich sorge dafür, dass er schon bald seine gerechte Strafe für seinen Verrat erhält. Weiter. Sie beschützten einen Schwarzmagier namens Zion. Beschützen? Jetzt nicht mehr, oder was? Nein, er ist verschwunden. Er ist weg? Endlich, jetzt sind die Korsaren am Arsch, sag ich dir. Ohne den Magier können sie einpacken. Wenn sie nicht mit mir verhandeln wollen, dann sind sie schon bald Geschichte. Sehr gut. Ich muss dir noch was sagen. So? Was denn? Den Korsaren muss es irgendwie gelungen sein, nachts bei euch einzubrechen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gesehen, wie ein paar dunkle Gestalten mehrere Säcke mitgenommen haben. Hörte sich an, als ob die Säcke voller Gold wären. Diese verdammten Mistkerle, das sollen sie büßen. Die mache ich fertig. Du greifst das Korsarennest also an? Natürlich. Das heißt, nein, zumindest nicht sofort. Ich muss mir erst in Ruhe einen Schlachtplan ausdenken, sonst kann das noch ins Auge gehen. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Die Kerle sind gut bewaffnet. Hast du nicht was vergessen? Vergessen? Wüsste nicht was. Du wolltest mir doch sagen, in welche Richtung die Flotte der Orks gesegelt ist. Ach ja, stimmt. Hatte ich tatsächlich ganz vergessen. Na dann hör mal gut zu. Sie sind weiter nach Westen gesegelt. So wie es aussah, haben sie vor, die Korinseln zu erreichen. Vielleicht ist Korana, vielleicht aber auch Korinis ihr Ziel. Keine Ahnung. Ist aber schon ein paar Tage her, wo die Schiffe hier waren. Dann habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Leb wohl. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Eine Frage habe ich noch. Was willst du wissen? Was unternimmst du jetzt gegen die Korsaren? Ich werde bald einen Boten zu ihnen schicken. Wenn sie nicht bald von hier verschwinden, wird es zum Kampf kommen. Auf der Insel kann nur einer herrschen. Sie oder ich. Okay. Jetzt haben wir hier eigentlich gar keine Quest mehr, ne? Genau. Sofort anzugreifen. Aber mal sehen, vielleicht kommt das ja später noch. Ja, es wird ja wahrscheinlich nochmal eine Rückkehr hierher geben. Also, ne, nicht wahrscheinlich. Wir werden ja nochmal nach Adamos zurückkehren, so wie wir eigentlich zu allen Inseln nochmal zurückkehren werden. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Und dann wird es wahrscheinlich hier nochmal zum Kampf kommen. Aber die Bauernkleidung können wir mitnehmen, auch wenn die nichts bringt. Ich würde nur jetzt gerne wissen, ob wir jetzt wirklich nichts mehr hier machen können. Weil entweder wir können jetzt was für die Dorfbewohner machen, hey, weil sie uns jetzt irgendwie akzeptieren. Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Oder auch nicht. Gut, dann wird das wahrscheinlich alles erst machbar sein, wenn wir hier ein zweites Mal vorbeikommen. Oder so, können wir irgendwas lesen? Ne, können wir was schreiben. Hey, du. Aber okay, dann ist es halt so. Hey. Oder ist es überhaupt so? Wer ist denn das da? Ach, da ist Melvin. Was steht denn der hier? Zeig mit. Okay, der handelt trotzdem mit uns, aber wenn wir hier irgendwo... Irgendwo an einem großen Gebäude stehen und überhaupt nichts, überhaupt nirgendwo seine Waren in der Nähe sind und der überhaupt nichts dabei haben kann. Aber nee, der trägt sein Sortiment immer mit sich rum, so wie alle anderen Händler auch. Ja, dann heißt es wohl anscheinend schon Abschied nehmen. Hey, du. Ich dachte eigentlich. Hallo. Ich dachte eigentlich, das kommt noch. Von wegen, hier, dass wir mit uns sprechen. Hallo. Lass mich in Ruhe. Aber anscheinend kommt das wirklich erst mit der Rückkehr. Schade. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir gehen sollten.
Da kommen wir ja vorerst nicht zurück. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt mal vorerst, vorerst keine Quests mehr hier zu erledigen. Haben auch schon ein paar. Das sind schon einige. Wie sind das? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Quests. In so einer kurzen Zeit. Ich bin beeindruckt. Gut, die waren jetzt auch nicht groß. Ich rede nochmal kurz mit dem Jäger da draußen. Und will hier mich mehr oder weniger versichern, dass wir auch nichts mehr erledigen können. Ihr wisst ja, wir wollen ja hier alles mitnehmen. In diesem Spiel, deswegen habe ich jetzt auch mal die ersten beiden Kreise der Magie von dem Schwarzmagier gelernt. Zwar nicht die ganzen Zauber, aber die müssten wir eh alle erstmal in Spruchrollen umwandeln. Das wird natürlich auch kostspielig, mehr oder weniger. Und ob sich das dann im Endeffekt lohnt, weiß ich nicht. Die Kreise können wir schon mal, immerhin. Da können wir wahrscheinlich von einem anderen Magier später das noch mit den Spruchrollen erlernen, aber ansonsten... Okay. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns vorerst von Adarmos. Sollte da noch irgendwo was zu finden sein, lasst es mich wissen. Ich weiß allerdings nicht, wenn wir die Insel ein zweites Mal besuchen dürfen, müssen, dann, das würde mich jetzt mal interessieren, da könnten diejenigen mir das schon mal schreiben, die das schon gemacht haben, bei der Rückkehr auf die Inseln, also sprich Tamora, Adarmos und wie sie alle heißen, spawnen dann die ganzen Kräuter, Waffen, Loot etc. neu und die Monster... Oder sind die in der jetzigen Verfassung, sage ich mal, sprich bei mir jetzt zum Beispiel komplett leer gelootet? Das würde mich interessieren, ob das alles nachspawnt oder nicht. Hey. Falls mir da einer weiterhelfen kann, wäre ich euch sehr verbunden. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns vorerst von Adarmos. Mach's gut. Ich habe meine Information und werde Adarmos verlassen. Wohin werdet ihr jetzt reisen? Zu den Chorinseln. Zumindest ist die Ork-Flotte in diese Richtung weitergesegelt. Nun, vielleicht kommt ihr dann hier auch nach Korinis. Und vielleicht werdet ihr dann meinen Sohn treffen. Könnte sein. Wie heißt er denn? Garrick. Gut, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht finden wir ihn ja. Damit würdest du meiner Frau und mir eine große Freude machen. Leb wohl. Gute Reise und viel Glück. Jetzt mal schön nochmal die verlorene Sohn-Quest aktualisiert. War wahrscheinlich auch wichtig, weil wir wussten ja echt nicht. Ah, da steht sogar dabei. Darüber kann ich ja noch mit ihm reden, wenn meine Mission hier erfüllt ist. Haben wir auch jetzt soweit erledigt. Gut, dann auf immer wieder. Nee, Quatsch, auf Wiedersehen. Und Schiffswarte. Oh. Ja. Ich hätte vielleicht, das hätte ich wirklich, ja, meine Marinerüstung anziehen sollen. Hey. Auf der anderen Seite, die kennen mich doch vom Gesicht her. Warum greifen die mich einfach an? Aber gut, ich dachte erst, oh nee, was habe ich jetzt gemacht? Spiel verbuggt, warum greifen die mich an? Und dann ist mir aufgefallen, oh. Ich hatte die Banditenrüstung. Ich dachte erst, die würden hier auf die Schiffsratte zurennen, obwohl die ja schon kaputt war. Dann habe ich so wieder kapiert, warum und weshalb. Sven! Na, Koffee, Alter, der hat aber auch der da ist dabei, hey! Auf dem Zeug! Das können wir dem dann verkaufen, ein bisschen Nahrungsmittel vielleicht. Also, den haben wir gar nicht dabei. Komm, Fisch brauche ich eh nicht. Mach wohl da auch nicht. Aus Blauflieder gebrannter Schnaps können wir mal behalten. Was kann der denn? Ja, der gibt relativ viel Leben und Mana. Natürlich können wir behalten. Hier haben wir noch ein paar Waldbeeren. Config 1 Waldbeeren, wohlgemerkt. Da gucke ich mal kurz mal Wolfgang unten vorbei, ob der auch ein neues Sortiment hat. Uns kommt es gerade so vor, dass die hier ein neues Sortiment haben. Kann auch sein, dass ich mich irre. Gerade mal mit dem hier reden. Dem Wulfias. Irgendwas Neues ansteht. Okay, der kann mir Rezeptur mal bringen. Heilung der Besessenheit. Okay. Ich sehe das Geist, das nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es großartig benutzen werden oder brauchen werden, aber dann hätten wir es auf jeden Fall schon mal. Heilung der Besessenheit.
wird vielleicht auch noch interessant. Mit den Besessenen. Die man ja auch noch kennt, vielleicht. Dann will ich mal gucken. Erstmal segnen. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in. Ja. Gut, was kannst du mir beibringen? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Ja, das Elixier der Stärke machen wir, sobald wir 20 Lernpunkte haben. Wir dürften gerade nicht genug haben. Richtig, aber beim nächsten Level-Up machen wir es dann. Und dann würde ich sagen, wir regeln das dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.